Dafür haben wir jetzt dann den nächsten Fall, wo es dann um eine rote Person geht, eine Akai Hito. Und über diesen Fall erzählt uns jetzt Wiebke etwas. Ja, ich würde euch dann auch direkt erstmal das aufgreifen, was Lasse gesagt hat, und zwar, dass man direkt zu Beginn des Falls durch diese Sonderseiten wahrscheinlich ein bisschen verwirrt wird, denn das Ganze beginnt in der Grundschule und wir befinden uns da, wo die Detective Boys gerade gucken, ob sie neue Aufträge haben, haben sie aber keine bekommen, und daraufhin kommt es zu einem Telefonat von Con mit Jody, und da das Gespräch ergibt in dem Kontext, muss ich gestehen, nicht so viel Sinn. Ich musste dann vorher noch mal gucken, was denn aus welchen Bänden denn die Abbildung stammt oder die Zusammenfassung stammt von den Sonderseiten davor, und erst dann hat es Sinn ergeben, was da in dem Gespräch besprochen wird. Das ist ganz skurril mit diesen Sonderseiten davor. Aber gut, weiter mit dem Fall. Im Endeffekt kriegen die Detective Boys dann aber doch noch einen Fall, und zwar hat ein Schüler seltsame Geschehnisse und seltsame Aktivitäten beobachtet im Haus, und wo sein Vater wohnt. Dort wohnen drei weitere Personen, und aufgrund von also der Junge ist dann aber an dem Abend verhindert, sodass sie nicht direkt mit zu ihm gehen können und sich für den nächsten Tag verabreden. Am nächsten Tag ist allerdings das Haus abgebrannt, und wer der Brandstifter hinter diesem Fall ist, darum geht es bei dem Fall. Und es gibt drei Tatverdächtige. Einer davon ist Subaru Okiya. Und da spielt auch noch viel mit rein, dass Ai wieder ihr Herzklopfen bekommt und eine Person aus der schwarzen Organisation in ihrer Nähe vermutet. Das ist auch Teil des Falls. Und am Ende wird dann der Fall aufgeklärt. Überraschung, Überraschung. Soweit kann ich das schon vorwegnehmen. Subaru Okiya ist natürlich nicht der Täter in diesem Fall. Und schlussendlich endet der Fall damit, dass aufgrund der Tatsache, dass die Wohnung von Subaru Okiya niedergebrannt ist, bietet Con ihm dann an, dass er in Shinichis, also in seinem Haus, wohnen kann. Und dadurch zieht Subaru Okiya sozusagen neben Professor Agasa ein. Und damit endet dann der Fall. Ich würde dann einfach auch direkt mit der Bewertung des Ganzen starten. Und zwar finde ich, dass der Fall auf jeden Fall hier reingehört. Nur halt, wie er reingepackt worden ist in den Band, also in Bezug auf die Sonderseiten, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Das ist sehr verwirrend für den Leser gestaltet. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall ein Fall, der mit der Einführung von Subaru Okiya unerlässlich ist für die Lone Wolf Edition, gerade wenn man Akai Tsuchis Geschichte erzählen möchte. Wie seht ihr das? Ja, würde ich auch so sehen. Am Anfang habe ich noch so gedacht, wenn man jetzt Akais Geschichte nicht kennt, dann denkt man so, ja, okay, hier kommt der mit der Strickmütze gar nicht vor. Aber es ist ja dann quasi die Identitätswechselung und deswegen, wenn der Einführungsfall von Normal-Akai hier drin ist, dann muss auch der Einführungsfall von Subaru hier rein. Allerdings sehe ich das genauso wie du und Lasse auch, dass diese Akte davor, die hier enthält ja jede Menge Informationen und irgendwie waren die eher verwirrend, als dass sie weitergeholfen hätten, weil ja im Prinzip dann schon was, ja, was Lasse schon gesagt hat, in diesen Akten wird etwas erzählt, was komplett nach dem Fall spielt, den wir gerade gelesen haben und da hätte es irgendwie vielleicht irgendwas anderes irgendwie vielleicht gepasst, so die dass man irgendwie auf Subaru so ein bisschen hinspielt oder so, dass Akai jetzt tot ist und irgendwie, ob das wirklich das Ende ist, irgendwie sowas, weil so war das dann irgendwie, ja, Akai tot, okay, jetzt kommen hier jede Menge Informationen über, dass Akai irgendwie doch nicht tot ist, weil er irgendwie in der Bank auftaucht und dann wird er irgendwie gesehen, hat Brandnarben und das wirkt irgendwie, ja, sehr verwirrend, wenn man sich daran aufhält und dann liest man diesen neuen Fall und denkt sich, und was ist jetzt mit dem, was die Information, die ich davor erhalten habe, was hat das hiermit zu tun? Also irgendwie ist das sehr verwirrend gelöst worden. Ja, also ich muss sagen, da habt ihr schon ganz recht mit dem Punkt, oder das ist ein valider Punkt, dass da diese zeitlichen Abläufe, dass das nicht gut gelöst wurde über die Sonderseiten. Ich glaube, am Ende werde ich nochmal gesondert was zu sagen. Ansonsten würde ich mich jetzt auf den Fall konzentrieren selbst.
wo ich auch sagen muss, der gehört hier rein, weil genauso wie vielleicht das Scharfschützensein von Shuichi Akai zu Shuichi Akai gehört, gehört auch Subaru Akuya zu Shuichi Akai. Und das ist schon wichtig, dass er hier diese Charaktervorstellung hat, auch weil er im nächsten Fall ja auch nochmal als Subaru Akuya, wenn man so will, nochmal auftritt. Ich denke, so für den, der überhaupt keine Ahnung hat von Detektiv Conan und so, oder der vielleicht noch nicht so weit zu lesen ist, dem stehen dann wahrscheinlich doch, oder noch nicht alle Bände gelesen hat, dem stehen dann doch vielleicht das ein oder andere Fragezeichen dann ja, ins Gesicht geschrieben, wenn er das so alles liest. Aber ja, ansonsten zum Fall selbst, der ist auch gut, also ist ein guter Einführungsfall, wie ich finde, der ist mir auch sehr präsent geblieben, tatsächlich. Also hauptsächlich wegen Subaru Akiya, muss man schon so sagen, aber auch. Ja, insgesamt war es halt mal was anderes mit dieser Brandstiftung und diesem Haus und ja, hat mir eigentlich gut gefallen und das, was wir noch ansprechen müssen und was wir schon am Anfang angesprochen hatten, in diesem Fall ist auch die fehlerhafte Seite beziehungsweise das fehlerhafte Panel ist da abgedruckt gewesen und ja, es erschließt sich nicht, natürlich nicht, wenn man nur den Text hat, wer was sagt. Von daher, ja. Hier, also wenn ihr nochmal gucken wollt, ob ihr da ein Exemplar im Bücherladen habt, der Fehler findet sich in diesem Fall. Da könnt ihr dann reinschauen. Ja. Mit großen Schritten nähern wir uns dem Ende des Sonderbandes, denn so viel haben wir gar nicht mehr übrig tatsächlich. Wir erhalten jetzt einen Abriss darüber, was Subaru so kann und was er so gemacht hat in den ganzen Zeiten. Quasi die ganzen Sonderseiten reden wir so über Subaru und dann ganz am Schluss wird uns gesagt, ah ja, Subaru ist übrigens Shuichi Akai. Was natürlich einen Elefanten im Raum anspricht, den wir jetzt haben, weil der nächste Fall, den wir haben, ist der Fall mit dem Tatort vor 17 Jahren aus Band 89. Und wir ein Fall, der jetzt dementsprechend nicht drin ist, ist die Scharlachrote Rückkehr. Der Fall, der im Prinzip diese ganze Subaru-Sache auflöst und eben das glorreiche Comeback von Shuichi Akai ist, ist nicht in diesem Band enthalten. Ich kann zum Kontext, man muss da vielleicht für sehen, die gesamte Scharlachrote Rückkehr wurde bereits zuvor in Special Black Edition 3 und in der Bourbon on the Rocks Toru Amuro Special Edition Selection abgedruckt in den beiden Bänden. Und das wäre jetzt das dritte Mal in relativ kurzen Zeitabständen, dass ein japanischer Sonderband die Scharlachrote Rückkehr abgedruckt hätte. Da kann ich natürlich schon einerseits verstehen, dass man sich vielleicht denkt, das wäre jetzt ein bisschen viel. Andererseits, ich finde, wenn man eine Shuichi Akai Selection macht und man macht den Tod von Shuichi Akai rein und man macht das Auftreten von Subaru rein, dann muss man doch eigentlich den Fall reinmachen, der beides auflöst. Auf worauf diese beiden Fälle hinleiten in der Handlung, der das Ganze auflöst, dass man den dann nicht im Shuichi Akai-Sonderband drin hat, finde ich, also auch zum Trotz, wenn das in den anderen Sonderbänden drin war, ich finde, die Scharlachrote Rückkehr hätte hier in den Band gehört. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass die Sonderbände sind ja auf eine gewisse Art und Weise eine Zusammenstellung des bisherigen Materials für einen bestimmten Charakter. So ist es hier jetzt der Fall. Und das ist ja in dem Sinne zeitlos. Das ist zwar dann Pech, wenn dann vorher auch Sonderbände rausgekommen sind, die ähnliche Kapitel und Fälle drin haben, aber das, was sie hier gemacht haben, das geht in meinen Augen gar nicht. Also, dass der Fall nicht drin ist, nee, das ist einfach schlecht. Ja, ich meine, wenn man sich das noch überlegt, ne, mit der Wermut-Konfrontation, die ist ja auch in der Special Black Edition 1 mit drinne. Gut, da ist natürlich ein deutlich größerer Zeitabstand zwischen den Sonderbänden, aber ja, für mich auch ein Fall, der hier diese Stelle gemusst hätte und nicht in einem Nebensatz oder in einem letzten Drittel von so einer Sonderseite, wo man das dann irgendwie hat aufgelöst, zumal er ja da auch doch eine größere Rolle spielt. Oder die Hauptrolle überhaupt. Ja, also, ja,
hätte hier reingemusst. Ja, und ich sehe das auch so. Es gibt sicherlich Leute wie uns oder so, die dann jeden Sonderband kaufen und lesen. Aber ich glaube, es gibt auch viele Leute, die dann jetzt gerade zum Beispiel in Japan oder so, die dann gesagt haben, ja, jetzt kommt da der Film und so und ich will mir nochmal die besten Shuichi-Hakai-Fälle oder so nochmal angucken und dann ist dieser Fall nicht drinne. Ja, das ist doch Katastrophe. Ich weiß nicht. Da würde ich mich als Fan, als japanischer Fan auf jeden Fall sehr ärgern. Ich weiß nicht, wie das bei den deutschen Fans ist, ob so ein Kai-Sonderband sowas ist, was so Casuals lesen würden. Ich würde eher sagen, nicht. Eher, dass das so wirklich die großen, wirklich großen Fans lesen würden. So, die kennen halt den Fall und wissen, dass er fehlt. Und ärgern sich natürlich auch, aber ja, weiß nicht. Also hätte hier reingemusst. Ja, meiner Meinung nach auch, gerade weil ihr schon gesagt habt, Subaru kommt drin vor und wir hätten jetzt quasi die Überleitung zu Subaru ist Akai. Und da hätte man quasi, wenn man das, was wir vorhin gesagt haben, wenn man die Wermutkonfrontation entsprechend gekürzt hätte, dann hätte man ja, ich glaube, 5 Kapitel noch frei gehabt, weil Akai kommt ja, glaube ich, im letzten nur vor. Hätte man schon mal 5 Kapitel frei, um diesen wirklich großen Fall halt schon mal abzudrucken. Und da wären diese Seiten meiner Meinung nach wesentlich besser genutzt worden, als jetzt hier im Prinzip alles nur so ganz ratzifatzi blitzschnell in einer Sonderakte, wo ich persönlich auch noch anmerken möchte, dass, gut, das ist mein persönliches Kriterium hier. Aber wir sehen ja gleich auf der ersten Seite schon Subaru, wie er sein eines Auge offen hat, als Hinweis darauf, guck mal, wer das ist. Ich hätte dieses Bild lieber auf die andere Seite gepackt, wo dann gesagt wird, dass Subaru Akai ist, weil wir in den ganzen Panels halt Subaru immer mit seinen geschlossenen Augen sehen und hier gleich am Anfang wird es quasi im Bild schon gesagt, dass es eigentlich gar nicht so mysteriös ist und wer der Typ eigentlich ist.